Kapitel 7 fängt schon mal richtig gut an. Hier in Beaver City. Beim letzten Mal mussten wir einen Mordfall aufklären. Das war ziemlich spannend. Für die, die nicht wissen, wie es endet ist, schaut euch nochmal die letzte Folge an. Aber jetzt, wo es vorbei ist, können wir aus der Stadt hinaus, ne? Beim Schnabel des Propheten, die Frau des Bürgermeisters ist eine Panikmacherin. Obwohl ich mir sicher bin, dass in diesem Fall jeder sagen würde, dass meine Ermittlungsarbeit einfach perfekt war. Ja, der Typ ist übrigens der größte Vollidiot von denen. Obwohl, die Frau war ja auch ein riesiger Vollidiot. Aber, was auch immer, hauen wir ab und gehen zum Bibberberg. Auf dem Weg zum Sternental. Die Atmosphäre ist cool, die Musik ist nice, die Atmosphäre ist nice. Ich habe richtig Bock hier auf das Kapitel. Hey, 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 hey! Ich habe auf dich gewartet, Mario. Ich warte seit einer Ewigkeit. Ich bin schon fast verzweifelt. Ich dachte, ich würde erfrieren. Hier ist es so frostig und kalt und ungemütlich und eisig. Ich hasse diesen Ort. Ich halte hier nicht mehr aus. Sorry, Mann. Ich muss den Mordfall klären. Ich muss weg von hier. Ich werde dich jetzt in Rekordzeit fertig machen und dann ein warmes Fleckchen suchen. Bist du bereit, Eisnase? Dann an die Arbeit. Ja. Ernsthaft? Ich habe hart gearbeitet, Mario. Ich habe jetzt ein paar coole Techniken drauf. Pass mal auf, ja? Hä? Keine Flügel mehr? Da schaust du was? Ich habe nämlich einen Magikus besucht. Ja, und das soll quasi mein Abschlussexamen sein. Ja, diesmal muss ich gewinnen. Kollege, es tut mir leid, es dir sagen zu müssen, aber du wirst diesen Kampf nicht gewinnen. Das ist einfach so, es ist aber ein Fakt. Und ich hätte mich mal heilen sollen. Wäre kostenlos gewesen in der Stadt. Ich Idiot. Das ist ja Junior Trooper schon wieder. Ich bin erstaunt. Ehrlich, der Kerl gibt einfach nicht auf. 50 KP, 8 Angriff, 1 Verteidigung. Er hat anscheinend viel trainiert. Er kann jetzt auch Magie einsetzen. Lass uns das mal hinter uns bringen. Selbst Gumbare hat keinen Bock mehr auf die Kacke hier. Mario, magst du Zaubertricks? Den hier wirst du nicht mögen. Hey, was soll... Was soll das denn heißen? Ah, die PlayStation-Symbole, Hilfe. Das fühlt sich fantastisch an. Ich werde immer besser. Ja, nicht wenn wir immer besser dir aufs Maul zuhauen hier. Okay, mehr Schaden machen wir leider nicht. Hätte ich jetzt gedacht mit dem neuen Jump. Schade. Ehrlich gesagt, wirklich, wirklich schade. Na, obwohl, Gumbare, wenn du schon mal da bist, dann lade ich einfach auf. Dann machen wir gleich einen richtig großen Damage. Attack. Mann, ich weiß nicht, wie ich das bockel. Das macht 7 Schaden. Das ist schon einiges, du. Das ist schon einiges. Auszeit. Na, ich glaube, Auszeit werde ich wahrscheinlich niemals benutzen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich da was Interessantes hier, was ich gut benutzen kann? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich schätze, ich hau ihm einfach auf die Rübe. Das wird ihm nicht gefallen, du. Okay, macht genauso viel wie Sprung, nur ist einfacher auszuführen. Laden wir uns weiter auf mit Gumbare, machen gleich einen super mega Damage Attack. Han! Ich krieg die Kacke einfach nicht hin, Mann! Okay, du hast es so gewollt! Naja. Nice. So, einmal noch aufladen, nächste Runde hauen wir dann drauf. Oh. Oh, ja! Ich hab's geblockt! Ah, ich hab's geschafft, Freunde. Ich habe es geschafft. Ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Aber ich wäre jetzt noch richtig stolz auf Gumbare, wenn er ihn besiegen könnte. Boing, 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 boing. Sehr schön. Perfekt. Perfekt kalkuliert. Und die XP habe ich dringend nötig. Wir wollen ja heute noch ein Level-Up bekommen, habe ich recht? Nein. Doch, wollen wir. Nein! Okay, machen wir weiter. Ciao. Na, boah, jetzt wo ich mir so recht überlege. Jetzt können wir eigentlich nochmal uns heilen. Hey, alles okay mit dir? Er ist einfach eingefroren. Oh Mann. Heißt es jetzt, der kommt nicht mehr? Oder ist es nur so ein Joke? So, ist er jetzt eingefroren. Er wird erst viel später wieder zurückkommen. Ich habe das Gefühl, er wird das Secret Final Boss in diesem Spiel. Und dann wird er so extrem schwer. Ich meine, irgendwann muss er sich mal beweisen können, oder? Langsam tut er mir wirklich leid. Oh, süßer Tod.
Und das Laugen lautet frische Körper und Seele. Oh, guckt euch den Tony an, wie süß der hier aussieht. Hat sich schön schick warm angezogen. Nur zu schade, dass die Fenster hier beschlagen sind und komplett eingefroren sind. Was ist das denn hier eigentlich? Eine Eiskartoffel. Was mache ich denn mit der? Ich nehme die mal mit. Na komm. Was macht denn das? Eine knallharte Kartoffel. Ich habe 5 KP wieder. Okay, die ist wahrscheinlich gut zum, ich weiß nicht, zum Kochen oder so. Eine Eiskartoffel. Yay. Oh mein Gott, ich habe schon immer von einer Eiskartoffel geträumt, Freunde. Oh Mann, endlich habe ich sie mal. Mein Traum geht in Erfüllung. Nur nicht deiner. Idiot. Und tschüss. Oh, die Schneemänner, warte mal. Hey. Einer trägt keinen Schal, einer trägt keinen Hut. Was geht denn bei euch ab? Ein Schneemann. Ja, ich weiß. Aber irgendwas stimmt mit denen halt nicht. Ein Schneemann. Okay. Warte mal, nein, hier stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist auch nichts. Kann doch nicht sein. Ich will die aber auch nicht ansprechen. Ich will eigentlich nur gegen die springen. Bam. Nö, passiert nichts. Okay, vielleicht müssen wir... Ah, schaut mal hier. Nee, Tarngel. Nein, danke. Ich dachte, hier wäre jetzt der Hut. Ich habe nur dieses blaue Ding da gesehen von dem Tarngel. Nee, okay, schade. Oh, das sieht aber schick aus hier. Wow. Blaue Piranhas. Aha, Eispiranhas wahrscheinlich. Oh, was bist du denn? Was ist das denn für ein Kollege? Nee, das interessiert mich jetzt mehr. Das ist ein Gulpo. Wow, der sieht ganz schön stramm aus. Könnte ein Pokémon sein. 12 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Gulpos greifen mit Felsbrocken an, die sie zuerst verschlucken und dann wieder ausspucken. Je größer der Felsen, desto höher der Schaden. Große Felsen verursachen 7 KP und kleine 5 KP. Ohne Munition können sie nicht viel Schaden anrichten. Solltet sie also zuerst auf die Felsen. Also kümmert euch erstmal um die Felsen. An diesen Felsen? Alter, ich kann die Steine kaputt hauen. Was zur Hölle? Okay. Machen wir mal ein Erdbeben. Hier auf dem Berg. Gut. Aua. Nein, hört auf damit. Nein! Oh! Auf die Schnute. Mist, ich krieg das nicht hin. Ich krieg heute das Timing einfach gar nicht hin. Mist. Okay, Hilfe mal. Scan mal die Steine hier. Das sind Gruppus Steine. Diese Felsen werden von den Gruppus verschluckt und dann auf die Gegner gespuckt. Es gibt sie in 2 Größen. Die größeren verursachen mehr Schaden als die kleineren. Was eine Überraschung. Okay, wie viel Leben haben die? Ernsthaft? Mehr hat er nichts zu sagen? Oh Mann. Machen wir den Sternsturm. Einer meiner Lieblingsattacken, wie ihr wisst. Vielleicht hilft uns das bei den Steinen. Obwohl, der hat jetzt aber die Steine nicht anvisiert, ne? Das ändert gar nichts. Ah, die Brandes sind schon tot. Ah, die haben wahrscheinlich nur so um die 7 Leben oder so insgesamt. Jetzt aber das hier wieder. Nein! Verdammt, das war ein großer Stein? Okay. Großer Felsen. Ich krieg das nicht hin. Ich bin fast tot! Das läuft ja absolut schrecklich, Mann. Okay, dann machen wir drauf. Plong. Ach, gegen die machen wir mehr Schaden jetzt. Interessant. Sehr, sehr interessant. Und habt ihr gesehen, wie viele XP die eingeben? Schaut euch das an. Geben einem 4? Nice Score. Und wie das Nice Score ist. Level up! Auf jeden Fall OP. Wir haben uns letztens diesen Orden gekauft und ich will den jetzt unbedingt mal benutzen, Mann. So, wo ist er? Wo ist der Orden? Wo ist der Orden? Da, der Stern. Gruppenfokus. Und eins haben wir noch. Ja, Doppelangriff hatte ich mal gekauft, aber es ist eigentlich ziemlich unnötig gewesen. Andererseits, den Rest will ich ungern hier benutzen. Ja, komm, dann machen wir es mal. Ich habe extra Geld dafür ausgegeben, dann nutze ich den. So, schön. Habe ich mich geheilt?
Achso, Level Up. Ich Idiot. Schaut mal, da ist ein Brief. Aber wie machen wir das Eis hier auf? Wir müssen irgendwie alles erwärmen können. Das ist eine Frostpiranha. Das sind nichts anderes als gefrorene Piranhas. 10 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Sie werden verursachen. Die werden versuchen, dich mit ihrem eisernen Art einzufrieren. Wenn du starr vor Kälte bist, bist du ihrer Gnade ausgeliefert. Versuche sie bewegungsunfähig zu machen. Eisattacken werden übrigens keine Wirkung anzeigen. Feuerattacken allerdings. Also Feuerattacken. Aber wir haben ja gar keinen Partner, der hier Feuerattacken kann, oder? Oder was? Kann Bart Feuerattacken? Ne, kann Elektroattacken. Das ist was anderes. Ich glaube, wir kriegen auch keine Partner mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte es mir zumindest nicht mehr vorstellen, jetzt an diesem Zeitpunkt. Na gut, was machen wir denn jetzt? Hammer, denke ich. Ist der Vordermann zumindest mal weg. Der Vordermann. Auf Vordermann gebracht. Oh, 7 Schaden gegen den. Nett. Oh. Und? Mist, hab mich erwischt. Aber ich bin nicht angefroren. Also, alles. Jutti, frutti. Blöpp. Schön, wir machen 7 Schaden. Ich weiß nicht, ob das nur gegen die Eisgegner ist oder ob wir generell 7 Schaden jetzt machen. War nice. Und ich war mir nicht sicher, ob man auf die drauf springen kann, weil ich dachte, vielleicht würde man einfrieren oder so. Aber das ist glücklicherweise nicht der Fall. Schön. Na gut, jetzt sind wir so langsam im Endgame, würde ich mal sagen. Deshalb muss ich überlegen, wo ich als nächstes... Oh, ein Merlo. Okay, ich weiß, was es ist. Deshalb muss ich überlegen, wo ich als nächstes mein Level up reinpay. Aber es kommt dann noch. Boah! Verschwinde! Komm nicht weiter! Kerum oder ich fresse dich! Was denkst du? Hä? Bin ich nicht furchterregend? Jetzt hast du Angst! Ja, ich nicht. Was? Das sollst du bereuen! Halt's Maul, Mann! Dieses Monster! Nicht mal ich weiß, was das sein könnte! Ich weiß nicht wieso, aber es sieht richtig furchterregend aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es mal in einem Albtraum gesehen habe. Bestimmt so 20 KP, keine Verteidigung. Ich kann seine Angriffskraft nicht einsetzen, aber so wie es aussieht, muss es sehr stark sein. Ach was, das Ding? Ich glaub's ja wohl kaum. Hammer funktioniert leider nicht. Oh schön, wir machen jetzt wirklich viel Damage immer. 8 Damage gerade gemacht mit dem Sprung. Nice. Was kommt jetzt? Was zum... Wow! Er macht den Sternsturm, er kann den auch einsetzen. Das heißt 7 Schaden? Nö. Das war ja gar nichts. Hast du jetzt Angst? Nö. Du bist ein Lachnummer, Alter. Verschwinde mal. Yippie! Yippie! Komm, gib's einfach auf, Kollege. Du hast verkackt. Hattest eine Chance, ja? Bam. Nein! Oh, doch und doch. Und wie? Aber nicht you. Nein! Lauf schnell weg! Hä? Was zum... Oh nein! Das war alles nur kleine Twinks! Die wollten uns nur warnen? Oh nein! Egal! Gehen wir weiter, jetzt sind wir schon zu spät. Ah, du bist doch Mario! Danke, dass du gekommen bist! Wie geht es dir? Man nennt mich Merle! Ich kümmere mich um die Sternenkinder, die hier im Sternental geboren werden. Ich muss dir sehr viel erzählen. Aber nicht hier. Komm, lass uns in mein Haus gehen. In dieser Kälte kann ich mich nicht konzentrieren. Hier entlang, bitte folge mir. Mach ich gleich. Ich will den Sternaffen. Wenn ich dort bin, werde ich ganz viele Wünsche erfüllen, eines Tages einem hohen Stern werden. Und dann werde ich auch, auch deine Wünsche erfüllen, Mario. Ich verspreche es. Tja, wie verlangt? Oh, hi Ninji. Ich war noch nie so im Stress. Diese Sternkinder sind lebhafter, als der Tag lang ist. Der Tag ist noch nicht so lang, oder? Eines der Sternkinder scheint Verstecken zu spielen. Du hast es nicht zufällig gesehen? Sobald ich es auch nur für eine Sekunde aus den Augen lasse, ist es auch schon verschwunden. Was für ein schlimmes kleines Sternkind. Kinder halt. Ich muss mich für das rüpelhafte Auftreten der Sternkinder entschuldigen.
Niemand von uns hat erwartet, dass du so schnell hier sein würdest. So schnell hier sein würdest. Sie erschrecken Fremde, um Bowsers Leute von diesem Tal fernzuhalten. Bitte, du musst ihnen verzeihen. Ah, okay. Also, die haben uns nicht vor was gewarnt, sondern die dachten, wir wären jemand von Bowser. Oh Mann. Ich frage mich, wie es Twink wohl geht. Er ist in den Himmel gestiegen, kurz bevor Bowser den Sternenstab gestohlen hat. Er war so ein gutes Kind. Hat sich um alle gekümmert. Er war bester Freund. Glaubst du, dass ich Twink jemals wiedersehen werde? Natürlich wirst du das. Natürlich. Keine Angst. Bitte erobere den Sternenstab von Bowser zurück, Mario. Das Königreich muss endlich wieder Frieden finden. Viel Glück. Werde ich tun. Dingy. Mit diesem Sternkinder habe ich alle Hände voll zu tun, Mann. Es sind alle so lebhaft. Das sagten die anderen auch bereits. Komm doch herein. Na gut, wenn es sein muss. Also, Mario, pass gut auf, was ich dir zu sagen habe. Dieses eisige Gebiet ist das Sternental. Ich weiß. Es trägt diesen Namen, weil hier die Sterne geboren und aufgezogen werden, bevor sie in den Himmel steigen. Aber jetzt, da Bowser den Sternenstab aus dem Sternenhafen gestohlen hat, schwindet die Kraft dieses Ortes und die Sternkinder können nicht mehr in den Himmel aufsteigen. Ich habe einen Ninji zum Merlan, meinem Vater, gesandt. Ich hoffte, er könnte dich dazu bewegen, herzukommen. Denn ich habe herausgefunden, wo der letzte der Sterne versteckt wird. Aha, wo denn? Ich saß in einem Traum, eine Vision über den letzten der Sterne, der mich um Hilfe bat. Wenn die Vision wahr ist, dann wird der letzte Stern am Gipfel des Bimmerbergs hoch im Norden festgehalten. Dort ist der Kristallpalast. Dort wartet der Stern. Der Kristallpalast wurde erbaut, um den Stern zu huldigen. Doch mit der Zeit verschwand er aus der Erinnerung der Leute. Und heute kann sich niemand mehr erinnern, wie man den Palast erreichen kann. Aber es gibt einen Weg, dazu benötigst du Gegenstände, die man hier im Land des Schnees seit Generationen hütet. Hier, nimm dies. Ein Schal für den Schneemann. Dieser fabelhafte Schal wird schon seit Generationen im Sternental weitervererbt. Ich wünschte, ich wüsste, wie man ihn richtig einsetzt. Aber leider verfüge ich nicht über dieses Wissen. Glaubt man den Legenden, musst du ihn zusammen mit einem anderen Gegenstand einsetzen, den es in Bibber City zu finden gibt. Beide werden dir den Weg zum Kristallpalast öffnen. Ja, das ist alles, was ich weiß. Wenn die Dinge so bleiben, wie sie momentan sind, dann werden die Sternenkinder niemals zum Sternhafen aufsteigen können. Ein solches Schicksal wäre wirklich grausam. Bitte hilf ihnen und vertreibe Bowser vom Himmel. Oh nein, stell dir vor, die ganzen Sterne werden erwachsen und bleiben hier. Oh nein. Ach ja, Mario, fast hätte ich vergessen. Entlang des Weges zum Kristallpalast soll es einen kleinen Schrein geben. Eine alte Legende berichtet über das Geheimnis dieses Schreins. Nicht jede Wahrheit kann vom Auge gesehen werden. Manchmal lügen sogar die Wände. Verwirrend, ich weiß, aber du musst den Schrein finden und sein Geheimnis lösen, um den Kristallpalast zu erreichen. Hier ist eine Lupe wie bei OOT, oder was? Vergiss das bitte nicht! Okay, okay, ich werde es schon nicht vergessen. Keine Sorge. Hi. Du hast mich gefunden! Yee. Hast du mich voll gesehen? Glaubst du, ich kann auch bald in den Himmel aufsteigen? Ja, irgendwann immer. Glaubst du, ich kann mal in den Himmel aufsteigen? Na, ist auch egal. Wir passen zusammen mit den Ninjas auf die Sternkinder auf. Melee, der Mystische, steht uns dabei mit seiner Weisheit zur Seite. Es ist sehr motivierend zu hoffen, dass eines dieser Sternkinder vielleicht einmal zu einem hohen Stern wird. Kannst du dir das vorstellen? Was für ein Freudentag das auch wäre. Oh nein, nicht noch mehr von denen ich retten muss. Aber solange sich die Lage hier nicht entspannt, bleibt diese Vorstellung nur eine schöne Fantasie. Mit PH. Oh man. Hey, du bist doch jetzt aber wirklich ein Ninja, oder? Ich koche für die Sternkinder. Status ist sehr brav. Das ist eine Erleichterung für uns. Ich glaube, sie sind jetzt besonders brav, weil sie hoffen, dass du den Sternenstab zurückholst. Auch ich hoffe, dass du es schaffst. Natürlich schaffe ich das. Ich bin Mario. Zu meiner Geschichte! Zu meiner Geschichte! Wie du eine Sterne gerettet hast! Okay. Es war einmal... Jetzt bitte die Kapitel 1-Sequenz einblenden. Ich frage mich, was Twink gerade macht. Glaubst du, dass Twink da oben viel Spaß hat? Nein. Ich habe mir eine Geschichte vorgelesen. Es ging darum, wie die Sterne im Sternhafen die Wünsche der Leute erfüllen. Ist doch schön. Okay, ich bin jetzt ein bisschen hirntot. Wo muss ich jetzt lang? Also hier geht es ja nirgendwo lang. Das muss ich wahrscheinlich zurück. Ich rede nochmal. Bin gerade braindead.
Kollege, wo muss ich lang? Bürgermeister Pinguin aus Bürger City. Ja, da musst du lang. Red mit dem. Okay. Also den ganzen Weg wieder zurück. Ist aber kein Problem. Ist machbar. Kriegen wir hin. Hoffentlich sind nur keine Gegner mehr. Oh Mann. Ich will nicht gegen die kämpfen. Auch wenn die gute Erfahrungspunkte wegen. Im Vergleich zu allen anderen Gegnern, die wir bisher gesehen haben. Aber warte mal, wir können schon mal den Schal abgeben hier. Boah, sieh das mal an, ey. Krass, oder? Ja. Da sieht das schön kuschelig aus. Fehlt nur noch der Hut. Der Face. Nee, keine Ahnung, so ein Buckethead. Keine Ahnung, was das ist. Sieht komisch aus. Jedenfalls der blaue Hut. Bist du noch da? Oh Mann. Okay, ich habe die Vermutung, dass der Bürgermeister weiß, wo wir den Hut finden. Oder vielleicht trägt er auch den Hut? Ich kann mich nicht erinnern. Gehen wir einfach mal zu ihm hin. Gut, er hier trägt einen Hut, aber das ist lange nicht der richtige. Glaube ich. Wo war nochmal der Bürgermeister? Ich glaube, der war ganz links. Ich glaube schon. Das heißt... Warte, die Kinder sind weg. Komm, jetzt muss es klappen. Bitte. Sag mal, dass es klappt. Wie ging das nochmal? Stampfattacke? Aber wir machen nochmal eine Stampfattacke. Das ist doch die neue Stampfattacke, oder nicht? Weil alle Knöpfe machen nichts. Hm. Es wird einfach nicht funktionieren. Tut mir leid, Freunde. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das geht. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Hallo, was geht ab? Toter Mann. Oh, Mario, warst du schon im Sternteil? Hast du Merle getroffen? Ausgezeichnet. Was hat er gesagt? Ein Gegenstand, der dieser Stadt übergeben wurde? Ach ja, da war doch mal was. Ein Moment, das muss irgendwo sein. Ich hab doch mal so einen Hut gehabt oder so. Ein Eimer. Ja, ich hab's. Hier ist es. Ein Eimer, ist aber kein Hut, Mann. Achso, ja, sorry. Dieser wunderbare Eimer wurde in unserer Stadt von einer Generation an die nächste weitergegeben. Meine musste gesagt haben, dass dieser Eimer eng mit einer Legende verknüpft sein muss, ne? Wenn du den zusammen mit dem fabelhaften Schall richtig einsetzt, wird sich der Weg zum Kristallpalast öffnen, glaube ich. Ach, wer weiß schon, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe jedenfalls nicht die leiste Ahnung. Hört sich an, als wären die Sternkinder im Sternteil in Schwierigkeiten. Ich hoffe, du gibst dein Bestes für die kleinen Racker. Sie sind immerhin noch Kinder. Ich wünsche dir viel Glück. Sagt der, der vor den Kindern hier am Trinken ist. Aber na gut. Also, wo es jetzt weitergeht, glaube ich, offensichtlich. Aber den Rückweg, den erspare ich euch. So. Willst du den Bucket haben? Ich gebe ihn dir. Ein cooler Eimer. Vielen Dank, Mann. Ein warmer Schal. Vielen Dank, ey. Du bist ein sehr netter Mann. Wir sind dir sehr schuldig. Als Belohnung für deine Großzügigkeit verraten wir dir unser Geheimnis. Wow, die leben ja alle. Was zur Hölle? Mama mia. Da in die Mitte? Oh ja. Sie haben ein Tor versteckt. Zur anderen Seite. Ein Kristalltor. Ah ne, ist offensichtlich ein normales Tor. Ist ein bisschen eingefroren. Danke. Bitte tritt ein. Mit herzlichem Dank und Glück wünschen von den Schneemännern. Danke, Schneemänner. Und Schneefrauen natürlich. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich schon im Schneepalast. Wow, das ging schnell. Ist das jetzt schon die zweite Hälfte von dem Kapitel? So wirklich kurz, wenn ja. Oh, die Musik ist cool. Ein Schalter. Wer hätte ihn nicht gedrückt? Definitiv nicht Mario. Oh! Bin jetzt außerdem reingerannt in den Gegner. War gar nicht geplant. Okay, wie gingen wir hier nochmal vor? Also du kannst jetzt auch... Ja! Oh. Er kann beten. Wie das aussieht. Okay, das war Verschwendung. Ups, sorry. Bin ein bisschen blöd, aber ist nicht schlimm. Die Eiskartoffel. Nein, ich will die Eiskartoffel behalten. Das ganze Spiel lang über. Mach den Sternsturm. War jetzt ein bisschen dumm, aber ich dachte, er kann mehr als nur fokussen. Ich dachte, er kann auch beten. Aber ich meine, immerhin Fokus.
Das ist schon mal nicht schlecht. Damit kann man was anfangen. Oh Gott, der lebt noch. Das heißt... Genau das. Ah, verdammt. So viel Damage. Natürlich nehmen sie sich erstmal die Großen raus. Ich meine, wer würde das nicht tun? Und... Yes, ausgewichen. Also, trotzdem Schaden genommen, aber... Zumindest ausgewichen. Und ihr kriegt jetzt alle aufs Maul, Mann. Hält der Zauber noch an? Ja, okay, wir haben den noch. Gut. Ich dachte, das wäre jetzt schon das letzte Mal. Zum Glück noch nicht. Ich brauche den nämlich dringend noch. Zumindest fürs Kapitel. Danach können wir gerne erneuern. Was auch so viel kostet, ne? Wir sind pleite, Mann. Ich habe zu viele Orden gekauft. Aber okay, die Orden helfen mir auch. Also war ja keine Verschwendung oder so. Nehmen wir mal Lucky Lester raus. Ich glaube, der kann uns hier ein bisschen mehr helfen. Als Gumbario. Wir kennen ja jetzt schon die Gegner hier. Oh, warte mal. Das sieht verdächtig aus. Bombett, zeig mir mal, ob da was ist. Da muss doch was sein, oder? Nein! Dafür ist sie extra in die Luft gegangen. Wortwörtlich, sie war wirklich gerade in der Luft. Na gut. Die Musik ist so cool. Generell die Musik in diesem Chapter ist schon... ist wirklich überraschend besser als in den meisten Chaptern. Was sind wir wieder draußen? Uiuiui. Krass, dass wir Koopa mal benutzen. Hätte ich nicht erwartet, dass er nochmal rankommt. Hä? Nein! Was ist mit meinen Augen los? Du siehst genau wie ich aus. Schwindler, wer bist du wirklich? Sag mir deinen Namen. Ich bin Koopa. Ja, so ist es. Die Frage lautet, wer bist du? Was? Das ist unmöglich. Ich bin der einzig wahre und echte Koopa. Du faselst, Amok. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich bin der echte Koopa, ehrlich. Komm schon, Mario, du kennst mich. Der Kerl hier lügt. Ich lüge nicht. Mario, du weißt ja, dass ich Koopa bin, oder? Erkennst du deinen Kumpel nicht? Halt die Schnauze, Jungchen. Ich bin sein Kumpel. Ja, so ist es. Ja, du solltest dir die Schnauze halten, ja? Ich bin sein Kumpel. Hör zu, Trottel. Mario, du musst herausfinden, wer von uns beiden lügt. Finde den Lügner und verpasse ihn mit deinem Hammer. Gut, ja, das finde ich gut. Wenn du glaubst, damit durchzukommen, dann hast du dich geschnitten. Ich weiß, dass Mario weiß, wer ich bin. Ich glaube nicht, Mario. Also es ist offensichtlich, dass der Links der Faker ist, aber ich will wirklich wissen, was passiert, wenn ich ihn schlage. Dafür tue ich extra safe staten. Bam. Oh, unglaublich. Du kannst mich nicht mal erkennen, ey. Wahre Simpelbärde. Ich hab dich völlig zum Narren gehalten. Ha. Du betrügerisches Monster. Wie kannst du es wagen, zu versuchen, Marius hinter sich zu führen? Was hast du vor, dagegen zu unternehmen, Baby? Nein, okay, wir wollen natürlich in der echten hauen, ja. Hör, ein Geist. Autsch! Wie hast du mich durchschaut? Wie hast du mich durchschaut? Das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Wie man verfügt über so gute Instinkte. Hör auf zu heulen, Mann. Du hast verloren. Gib's auf. Was hast du eigentlich dabei gedacht? Was? Halt die Klappe. Jetzt bin ich dran. Oh, damn. Es sind auf einmal zwei von denen. Okay. Wollen wir noch mal schauen, was die hier so drauf haben. Was seid ihr überhaupt? Bettlakenmonster. Das ist ein Dupligeist. Sie verkleiden sich gerne als seine Freunde. 15 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Du wirst sie selten ohne Verkleidung sehen. Es scheint, als wären sie ohne Verkleidung generell stärkere Gegner. Hä? Okay. Interessant. Was hat er vor? Gumbario! Wer ist jetzt der Echte? Ich weiß es nicht. Bam! Cool würde ich es finden, wenn das jetzt so eine Voodoo-Puppe wäre. Ich greife ihn an und greife meinen eigenen Gumbario an. Das hätte irgendwie was. Aber leider ist es ja nicht so. Wäre aber eine coole Idee. Ey! Ey, der kann es auch mal angreifen! Ach, wir haben doch schon mal einen Duplegeist gesehen im Dojo. Mensch, bin ich dumm. Natürlich, na klar. Bam! Den anderen machen wir jetzt auch noch schnell down. So, du machst den schnell down mit Multi-Jump.
Bam, bam, bam und tschüss. Und nochmal. Und noch einmal. Nice, das war richtig oft gerade. Sehr schön. Hat auch geholfen, dass es rangezoomt hat. Alright. Ja, ja, hau lieber ab. Ja. Ich hoffe, haut ab in die Kommentarsektion und schreibt, wie gut das Video denn noch heute war. So wie ihr es tut. Ein Kiesel! Gewöhnlicher Stein. Nein, den muss ich jetzt mitnehmen. Es ist nicht nur ein gewöhnlicher Stein. Das ist mein Stein. Und ein Meilenstein. Und wie das einer ist. So, Rubin Royal.